Ja Leute, heute sind wir bei der Firma Weißbart und Müller in München. Eine der Top-Adressen, wenn es rund ums Getriebe geht, egal ob Automatikgetriebe, Lenkgetriebe oder Schaltgetriebe in Süddeutschland. Und wir sind heute hier, weil unsere Fahrzeuge eine Automatikgetriebe-Ölspülung mit Filterwechsel bekommen. So, unterm Fahrzeug angekommen haben wir hier einen Markus. Servus Markus. Servus, grüß euch. Der führt die Getriebeölspülung hier durch. Markus, erklär uns doch mal ganz kurz, warum wir überhaupt eine Getriebeölspülung machen sollten. Also um den Verschleiß im Getriebe zu verringern, die Lebensdauer vom Getriebe zu verlängern, okay, sollte man zwischen 80 und 100.000 eine Getriebeölspülung durchführen. Perfekt. Eine Getriebeölspülung ist ja deutlich besser als nur ein reiner Wechsel. Warum? Durch die Spülung kriegst du ca. 20% mehr Öl aus dem Getriebe raus, wie durch einen normalen Ölwechsel. Und somit auch praktisch mehr Schmutz. Richtig. Alles klar. Dann legen wir mal los. Erster Schritt, das alte und wie wir sehen, schmutzige Öl wird hier abgelassen. Ja Markus, der erste Schritt ist, wir lassen jetzt die Ölwanne mit integrierten Ölfilter hat, oder? Genau, richtig. Fällst du? Vorsicht. Langsam. Ja Markus, was hast du jetzt hier ausgebaut? Das ist die Hülse, die dichtet praktisch zwischen Getriebe und Getriebestecker, dichtet die ab. Und die wird gerne undicht, die sollte man im Zuge der Wartung erneuern. Okay. Als nächsten Schritt wird jetzt die Schaltmechatronik auch hinausgebaut, hat den Grund, dass darunter eine Dichtung liegt, die auch erneuert werden sollte. Hier sehen wir jetzt die Dichtung, welche erneuert werden muss. Ja Markus, welche Aufgabe hat die Dichtung und was kann passieren, wenn die jetzt verschlissen ist oder undicht wird? Also die Dichtung praktisch ist die Verbindung zwischen Mechatronik und dem Getriebe. Die dichtet den Spalt hier ab und wenn die Dichtung kaputt ist, einen Riss hat aus irgendeinem Grund, dann fördert die Pumpe von dem Getriebe das Öl aus der Ölwanne nicht. Okay, also das Getriebe würde keinen Druck mehr richtig aufbauen. Würde den Druck nicht richtig aufbauen. Alles klar. Nun wird die Dichtfläche hier gereinigt, damit später die neue Ölwanne mit der neuen Dichtung richtig abdichtet. Die neue Abdichtung wird einfach reingesteckt und später die Mechatronik eingebaut. Die neue Hülse wird mit diesem Spezialwerkzeug einfach ins Getriebe hineingedrückt. Jetzt montieren wir die Ölwanne wieder. Ja, jetzt ist das Spülgerät schon da, welches auch angeschlossen wurde in den Rücklauf von der Ölkühlerleitung. Markus, was geschieht jetzt? Jetzt befüllen wir das Getriebe, bis es seitlich bei der Einfüllbohrung rausläuft, dass er für den ersten Motorstart nicht trocken läuft. Okay. Und danach? Danach wird der Motor gestartet und das Spülgerät pumpt Frischöl in das Getriebe. Und durch die Pumpe von dem Getriebe spülst du durch den Ölkühler und in den Rücklauf wieder in den Schmutzbehälter. Okay, und das wird praktisch so lange gespült, bis dann wieder frisches Öl irgendwann in den Schmutzbehälter läuft. Richtig. Und somit kriegt man auf jeden Fall viel mehr Dreck raus, als wenn man nur einen normalen Getriebeölwechsel machen würde. Genau. Okay, alles klar. Dann los.
So, das Getriebe ist ja jetzt aufgefüllt für den ersten Motorstart mit ausreichend Getriebeöl. Und jetzt wird richtig gespült. Richtig. Okay, starten! Jetzt sehen wir hier, wie das alte Öl, man sieht es an der Farbe, wie schwarz es ist, jetzt aus dem Automatikgetriebe rausgepumpt wird. Und die Farbe wird immer heller, bis wirklich nur noch frisches Öl wieder in den Altölbehälter hineinfließt. Jetzt sehen wir ganz eindeutig, die schwarze Farbe hat sich wieder in Gold umgewandelt und dadurch ist das Automatikgetriebe komplett gespült worden. Jetzt wurde noch ein Lüfter unter das Fahrzeug gestellt. Das hat zur Folge, dass das Automatikgetriebe jetzt nach der Spülung wieder kalt werden muss und dadurch heruntergekühlt wird, denn die letzte Ölstandskontrolle kann nur durchgeführt werden, wenn der Automat kalt ist. Da haben wir unser Diagnosegerät angeschlossen und somit kann man ja unsere Getriebeöltemperatur messen. Öltemperatur darf nicht höher sein als 50 Grad. So wie man jetzt sieht, da haben wir so um die 37 Grad Öltemperatur. Also das Getriebe hat jetzt ist abgekühlt und es wird nur noch der Ölstand korrigiert. So, jetzt wird das Getriebe durchgeschaltet, somit haben wir eine richtige Ölmenge im Getriebe. Abstellen! Ja Leute, die Getriebeölspülung nach der Tim Eckert Methode ist somit geschafft. Markus, was geschieht jetzt noch? Jetzt wird alles sauber gemacht. Danach eine Probefahrt. Nach der Probefahrt wird eine Dichtheitskontrolle gemacht. Und wenn alles passt, der Unterbodenschutz drauf. Und der Ölwechsel ist erledigt. Nun haben wir es geschafft. Wunderbar. Jetzt geht's auf zur Probefahrt. Also wir sind jetzt bei der Probefahrt. Was wird jetzt genau getestet? Wir probieren jetzt die Hochschaltung, Kickdown-Schaltungen, Rückschaltungen und die allgemeine Schaltqualität praktisch. Okay. Einschaltstoß probieren wir dann auch noch, wobei wir da feststellen können, dass die HD-Scheibe verschlossen ist. Mhm. Jetzt Hochschaltung 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Jetzt probieren wir dann den Zustand von der Wandlerüberbrückungskupplung auf der Autobahn. Wie wird der geprüft? Der wird geprüft, wenn wir im Regelmodus sind, bei einer Geschwindigkeit ca. von 70-80 km/h ist der im Regelmodus, ob der Drehzahlmesser schwankt oder nicht schwankt, wenn er im Regelmodus ist. Und bei höherer Drehzahl, ob der Drehzahlmesser sich nicht mehr verändert auf Rutsch. So. Wir sind jetzt bei einer Geschwindigkeit von 80, sind jetzt bei dieser Drehzahl im Regelmodus und Drehzahlmesser verändert sich nicht. Das heißt, die Wandlerkupplung ist soweit in Ordnung, hat kein Wandlerpendeln. Jetzt beschleunigen wir hier auf eine Geschwindigkeit von ca. 130, dann ist die Wandlerkupplung geschlossen. Drehzahlmesser hält, das heißt, ich habe keinen Schlupf in meiner Wandlerüberbrückungskupplung. Probieren wir die Manuellschaltung.
vierter, dritter. Zweiter, Hochschaltung 2, 3, 4, 5, 6. Schaltqualität ist in Ordnung. Wie lange ist die Probefahrt bei Ihnen oder wie lange wird die gemacht? Die Probefahrt beträgt ungefähr ca. 15 bis 20 Minuten. Das heißt, wir probieren in der Regel, wenn die Autobahn frei ist, eine Hochschaltung, Kickdown-Schaltungen und alle Rückschaltungen. Wenn nicht gerade eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, dann drehen wir den dann auf bis Hochschaltung, Vollausschaltung 5,6 oder so wie jetzt, Kickdown Rückschaltung 6,3, 4., 5., 6. Schaltqualität ist in Ordnung. In Extremfall können wir auch noch probieren, Rückschaltung 6,1. Wobei das sehr schwierig ist, weil man da die richtigen Drehzahl und die Geschwindigkeit haben muss, dass wir den noch erreichen können. Wir können es probieren. Was würde da getestet werden? Da wird getestet die Rückschaltung, ob der Kickdown-Rückschaltung macht von 6. in 1. Gang. Nächster. Ja, 6,1. Schaltung ist in Ordnung. Das war jetzt die Autobahnfahrt. Jetzt probieren wir das Ganze noch beim Ausrollen, ob er einen Ausrollschaltstoß hat. Das heißt, wir beschleunigen das Auto bis in den 6. Gang und lassen dann ausrollen. Und schauen, ob er runterschaltet. Genau, bei der Runterschaltung, das ist der 4., 5., 6. Jetzt lassen wir das Auto ausrollen. 6,5, 5,4, 4,3, 2,1. Okay, Schaltung in Ordnung. Ja, Herr Huber, die Getriebeölspülung ist jetzt vollzogen. Ja. Jetzt nochmal kurz und knapp, was sind die Vorteile einer Getriebeölspülung gegenüber einem normalen Getriebeölwechsel? Ja. Der Vorteil von einer Getriebespülung ist, dass man den Schmutz aus dem Drehmomentwandler, aus dem Steuergerät, nur entfernen kann durch eine Ölspülung. Bei einem Ölwechsel bringen Sie ungefähr 70% von der Ölmenge raus. Okay. Die restlichen 30% bleiben im Getriebe enthalten und Sie können auch diesen Schmutz nicht so entfernen. Und der Schmutz setzt sich ab durch den Verschleiß von den Lamellen, laufleistungsbedingt. Man sieht es hier recht schön an diesen Ölen. Das ist zum Beispiel ein Öl mit einer Laufleistung von 130.000 Kilometer. Das hat einen normalen Verschleiß, keinen großen Abrieb. Dieses Öl hat ungefähr die gleiche Laufleistung, hat aber einen Abrieb drin und eine starke Verschmutzung, wo man an dem Boden sieht, dass das Getriebeöl stark verschmutzt ist und beide Öle wären zum Beispiel im Neuzustand in dieser Farbe. Okay. Das ist ein Lifeguard Fluid 6 für 6-Gang-Automatikgetriebe. Ja. Das ist ein Lifeguard Fluid 5 für 5-Gang-Automatikgetriebe. Und das ist ein herkömmliches ATF-Öl für 3-Gang-4-Gang-Automatikgetriebe. Und dann das Lifeguard Fluid 8 für die neueren 8-Gang-Automatikgetriebe. Gut, also sprich, wir haben jetzt sehr viel rausbekommen, fast alles eigentlich durch die Spülung. Und unser Öl schaut jetzt so aus. Das Öl schaut jetzt so aus. Und wenn Sie das Öl auch, sagen wir mal, aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, in 20.000, 30.000 Kilometer wieder entfernen, wird es noch diese Farbe haben. Okay. Würden Sie für ein Wechselintervall des Getriebeöls vorschlagen? Also für ältere Getriebe gibt es ja noch die Vorschrift 60.000 Kilometer. Ja. Bei einem herkömmlichen ATF-Öl, bei diesen Öle handelt es sich ja um Lifeguard-Öle, aber die Empfehlung ist vom Getriebehersteller, ein Ölintervalle zwischen 100 oder 130.000 Kilometer oder 7 Jahre, wo es als erstes zutrifft. Okay. Das gilt für alle Lifeguard-Öle. Alles klar. Das heißt, wir sehen uns dann spätestens in 100.000 Kilometer wieder? Ja, oder wenn Sie sehr viel mit Anhänger fahren, ist die Empfehlung bei 80.000 Kilometer. Okay. Wenn sehr viel Hängerbetrieb ist, weil dann die Beanspruchung höher ist, die Temperatur höher, dann sollte man es alle 80.000 Kilometer wechseln. Wunderbar. Ich bedanke mich jetzt
Vier Miles bei ihr, ist, dass wir einen Einblick haben. Sie waren zufrieden? Sehr zufrieden und wie gesagt, wir sehen uns nach 100.000 Kilometern. Ja, hoffe. Danke. Vielen Dank. Ja Leute, die Getriebeölspülung nach der Tim Eckert Methode ist somit geschafft und vollzogen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, so eine Getriebeölspülung auf jeden Fall durchzuführen. Egal, ob ihr jetzt 100, 200 oder 300 Kilometer hier anreisen müsst. Der Service ist top, die Leute sind hier richtig nett und ich sage euch wirklich, das Auto schaltet butterweich wieder. Es ist wirklich ein Plus an einem neuen Fahrgefühl, das ihr auf einmal habt. Und das Geld ist wirklich nicht schlecht investiert, denn ihr verlängert die Lebensdauer, wie der Herr Huber vorhin schon gesagt hat, eures Automatikgetriebes ungemein. Und ihr solltet euch wirklich an die Herstellervorgaben des Automatikgetriebes für die Wechselintervalle halten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Wer uns jetzt noch nicht kennt, drückt jetzt hier über mir sofort den gelben Abonnierbutton. Somit verpasst ihr kein Video mehr, es ist kostenlos, ihr bleibt immer nur auf dem Laufenden, was wir für neue Videos bringen. Auf dieser Seite kommt ihr zu dem Video, wie wir einen Zahnriemen bei einem Volvo erneuern. Und auf dieser Seite kommt ihr zum Video, wie wir eine Komplettfolierung bei einem 3er BMW durchführen. Alle Teile für jedes eurer Fahrzeuge findet ihr wie immer, wenn ihr unter mir auf die Bremsscheibe drückt. Mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, Servus und Ciao.